بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meine geehrten Geschwister, herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, wo wir uns jetzt mit dem zweiten Teil von Surat Yusuf beschäftigen werden. Oder besser gesagt, mit dem zweiten Teil in unserer Reihe über Surat Yusuf. Und wir hatten gestern, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ, über eine Einleitung gesprochen gehabt zu dieser Sura. Und wir haben uns angeschaut, in welchem Kontext Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura herabgesandt hat. Und gleichzeitig haben wir uns auch Gedanken gemacht über die Sura selbst und was Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit dieser Sura mitteilen wollte. Und wir haben wichtige Dinge hervorgehoben. Unter anderem, dass Allah ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in dieser schwierigen Zeit, in der er sich befand, Trost schenken wollte. Es war Amul Huzn gewesen, das Jahr der Trauer, wo viele seiner lieben Menschen gestorben sind. Unser Allah ta'ala, er wollte unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Mut machen, dass er standhaft bleibt auf diesem Weg. Allah subhanahu wa ta'ala, er wollte unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam indirekt aufzeigen, dass es eine Hijra geben wird. Wir haben uns ebenfalls mit den spezifischen Eigenschaften dieser Sura beschäftigt gehabt und gesehen gehabt, dass Surat Yusuf eine ganz besondere Sura ist. Es ist die einzige Sura, welche eine ganze Geschichte eines Propheten an einem Stück erzählt in dieser Länge. Obwohl es sich um eine mekkanische Sura handelt, handelt es sich bei diesen Versen eher um etwas längere Verse, was nicht üblich ist bei den Versen der mekkanischen Suren und der mekkanischen Ayat. Surat Yusuf ist die Sura, welche die Geschichte des Propheten Yusuf an einem Stück erzählt. Yusuf alaihi salam wird nur noch zweimal an anderen Stellen im Koran erwähnt. Also eine ganz, ganz besondere Sura. Und wir haben uns dann ebenfalls mit den ersten beiden Versen beschäftigt gehabt, unter anderem auch aufgezeigt gehabt, dass die Sura in eine Reihe von anderen Suren fällt, insgesamt 6 Suren, welche mit Alif Lam Ra oder Alif Lam Mim Ra beginnen und welche von der Thematik her eng miteinander zusammenhängen. Und haben dann uns die ersten beiden Verse angeschaut, in denen Allah subhanahu wa ta'ala sagt, zur Wiederholung, Alif Lam Ra, dies sind die Zeichen des deutlichen Buches, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Und jetzt, insha'Allah ta'ala, gehen wir auf den weiteren Teil der Sura ein. Und wir werden uns heute wahrscheinlich nur mit 3 oder 4 Versen beschäftigen und dann morgen oder nächste Woche, insha'Allah ta'ala, einen längeren Abschnitt zu behandeln. Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er jetzt den Koran hervorgehoben hat und die Einzigartigkeit des Korans mit seinen deutlichen und erklärenden Versen, spricht jetzt Allah subhanahu wa ta'ala über den Sinn und Zweck dieser Sura. Und zwar ganz konkret, indem er nämlich sagt, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Allah subhanahu wa ta'ala, er reagiert, wie wir es gestern aufgezeigt hatten, auf eine Forderung der Sahabe, die vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam verlangten, dass er ihnen Geschichten erzählen solle. Genauso wie
die Mushrikun immer wieder auch Geschichten erzählt hatten. Und Allah subhanahu wa ta'ala dann darauf reagiert hat mit dieser gewaltigen Sure und uns aufzeigt, dass es sich hierbei um was handelt? Um die schönsten Geschichten überhaupt. Ahsan al-Qasas. Was heißt das, die schönsten Geschichten? Oder die besten Geschichten? Die besten Geschichten bedeutet erstens, dass es sich nicht um irgendwelche ausgedachten Geschichten handelt, sondern es handelt sich um Geschichten, welche wirklich auf eine wahre Begebenheit zurückzuführen sind. Die Geschichten des Korans sind nicht einfach nur Fabeln, sondern die Geschichten des Korans sind wahre Begebenheiten. Wobei Allah subhanahu wa ta'ala nicht immer alle Einzelheiten hervorhebt, sondern nur das hervorhebt, was wirklich wichtig ist für den Muslim. Und deswegen sagt Allah ta'ala, Ahsan al-Qasas, die schönsten Geschichten. Weil sie erstens wahr sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass sie in schönster Weise erzählt werden. Es handelt sich nicht einfach nur um eine Aneinanderreihung von Ereignissen, um eine einfache Erzählung, sondern Allah Ta'ala erzählt die Geschichte so, dass sie den Menschen auch wirklich berührt. Dass sie in das Herz geht. Dass der Mensch auf Anhieb versteht, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen damit sagen möchte. Das sind die Ahsan al-Qasas. Was bedeutet eigentlich das Wort Qasas? Geschichten. Im Arabischen kommt das von dem Wort Qassa. Von dem sich dann Qassa, Geschichte, ableiten lässt. Und was ist eigentlich eine Qassa? Eine Qissa in der arabischen Sprache, also etymologisch, bedeutet, dass ich in die Fußstapfen einer anderen Person trete, um dann zu erfahren, was wirklich vorgefallen war. Und deswegen finden wir an anderer Stelle im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch dieses Verb verwendet, genau in diesem Kontext. Und zwar, oder mit dieser Bedeutung, dass man in die Fußstapfen einer anderen Person tritt und ihre Fährte verfolgt, um ganz genau zu wissen, was dort vorgefallen ist. Und das zeigt uns auch auf, warum Allah subhanahu wa ta'ala ganz konkret nun uns Qasas erzählt. Er erzählt uns diese Qasas nicht einfach, damit wir uns daran ergötzen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er erzählt diese Qasas, damit wir in die Fußstapfen dieser Propheten treten, damit wir sie nachahmen, damit wir sie befolgen, damit wir aus ihren Lebensweisen, von dem, was sie getan haben, vielleicht auch aus ihren Fehlern, Lehren ziehen für uns ganz persönlich. Allah Ta'ala, er erzählt uns immer wieder im Koran auch von den Geschichten der Sahabe während ihrer Schlachten. Und Allah Ta'ala, er erzählt auch, was schiefgelaufen ist. Er tut das nicht, damit er die Sahabe bloßstellt. Wie beispielsweise bei der Schlacht von Hunayn, ja, wo Allah Ta'ala dann im Koran sagt, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ Und am Tag von Hunayn, als ihr Gefallen an eurer Menge gefunden habt. فَلَمْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا Es aber euch nichts gebracht hat. Warum erwähnt das Allah Ta'ala? Nicht um die Sahabe bloßzustellen, sondern damit wir daraus lernen, damit die späteren Generationen daraus lernen. Warum erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichte von Musa alayhi salam mit Al-Khidr und wie er ungeduldig gewesen ist? Nicht um Musa alayhi salam bloßzustellen, sondern damit wir aus dieser Geschichte etwas lernen. Warum erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichte von Yunus alayhi salam und dass er ungeduldig geworden ist und dann von einem Walfisch verschluckt wurde? Nicht um diesen edlen Propheten bloßzustellen oder seinen Fehler hervorzuheben, sondern damit wir daraus lernen und nicht denselben Fehler tun. Das heißt, eine Qissa bedeutet auch gleichzeitig, dass ich als Mensch versuchen sollte, in die Fußstapfen dieser Menschen zu treten oder von ihnen zu lernen.
Deswegen erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala eine Qissa. Und an anderer Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدَ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. In ihren Geschichten ist eine Ermahnung für diejenigen, die einen Verstand besitzen. Dazu ist eine Qissa da. Und deswegen beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala seine Geschichten im Koran als أحسن القصص. Weil sie nämlich dazu da sind, dass der Mensch daraus Lehren zieht. Er lernt daraus etwas Vernünftiges. Heutzutage haben wir viele Geschichten, die in Form von Büchern erzählt werden oder als Serie oder als Film. Aber häufig ist es so, auch wenn diese Geschichten vielleicht spannend sein mögen, dass sie falsche Lehren vermitteln. Und dass sie auch falsche Vorbilder hervorheben. Da wird dann teilweise ein Massenmörder oder irgendjemand, der etwas Schlechtes macht, als Held dargestellt. Was wiederum die Jugendlichen beeinflusst. Und sie möchten genauso sein wie diese Menschen. Das sind nicht Ahsan al-Qasas. Das sind keine schönen Geschichten. Warum? Weil sie nämlich falsche Lehren vermitteln, während der Koran die richtigen Lehren vermittelt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala was? Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben. Allah Ta'ala, er begründet das. Und er erklärt uns, was der Sinn und Zweck dieser Offenbarung ist. Damit wir versuchen, daraus zu lernen und uns Vorbilder zu nehmen, welche uns weiterbringen in unserem Leben. Und jetzt, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Was ist damit gemeint? Heißt es, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam der Raffle verfallen gewesen war? Das heißt, ein unachtsamer Mensch gewesen war? Nein, das ist nicht damit gemeint. Sondern dieses وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Auch wenn du zuvor zu den Unachtsamen gehörtest, damit ist eher gemeint, und deswegen finde ich die Übersetzung auch nicht so gut und zutreffend, ja. Damit ist eher gemeint, auch wenn du vorher nicht Bescheid wusstest über all diese Geschichten. Diese Geschichten hat dir Allah subhanahu wa ta'ala offenbart. Du kanntest sie vorher nicht. Und das ist der Sinn und Zweck der Offenbarung. Der Mensch kann von sich aus vielleicht zu einer gewissen Erkenntnis gelangen. Er kann die Gewissheit erlangen, dass es für dieses Universum einen Gott gibt. Auch ohne Offenbarung. Und es gibt viele Menschen, die gelangen zu dieser Gewissheit. Selbst zur Zeit unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, oder kurz bevor er entsandt wurde, gab es Menschen, welche die Erkenntnis erlangt hatten, dass es nur einen Gott geben kann. Von sich aus. Ohne eine bestimmte Botschaft zu befolgen oder sich ihr anzuschließen. Sie waren weder Christen noch Juden gewesen. Man nannte sie die sogenannten Hunafa. Leute, welche sich einfach dem Ein-Gott-Glauben zugewandt haben. Von sich aus. Subhanallah. Aber trotz alledem fehlen mir noch die konkreten Informationen darüber, was Allah subhanahu wa ta'ala von mir möchte. Und deswegen hat Allah ta'ala beispielsweise in Surat al-Duha über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Und er hat dich als ein Irregehender vorgefunden und dich dann geleitet. Heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorher in der Irre gewesen war? Nein, das bedeutet, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf der Suche war und er nach der Erkenntnis suchte. Er betete nie die Götzen an. Und Allah subhanahu wa ta'ala ihm dann durch die Offenbarung den Weg aufgezeigt hat. Und daran erkennen wir, wie wichtig die Offenbarung ist. Und wie gefährlich der Weg derer ist, welche glauben, sie könnten ihren Verstand über die Offenbarung stellen. Das, was wir heutzutage unter anderem als sogenannten säkularen oder rationalen oder liberalen Islam dann auch immer wieder sehen und von dem wir immer wieder hören. Wo man im Grunde genommen versucht, ja, seine eigenen menschlichen Erfahrungen und seinen eigenen Intellekt und Verstand und seine eigene Ratio über die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala zu stellen. Das ist gefährlich. Der Mensch ist angewiesen auf die Offenbarung, damit er einen Maßstab hat, an den er sich halten kann. Wenn er die Offenbarung
unter seinen Verstand stellt und den Verstand, den eigenen Verstand zum Maßstab macht, anstatt die Offenbarung zum Maßstab macht, zu machen, dann läuft er Gefahr, vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala abzukommen. Das hatten wir in der Geschichte immer wieder gehabt, auch in der islamischen Geschichte. Beispielsweise die Mu'tazila, die Gruppe der Mu'tazila. Es waren eigentlich Leute gewesen, die versucht haben, den Islam zu verteidigen, mit der Ratio. Aber was haben sie dann getan? Sie waren so beeinflusst gewesen von der griechischen Philosophie, dass sie irgendwann einmal, oder dass sie gesagt haben, der Maßstab für alle Dinge ist der Verstand. Das, was der Verstand für gut empfindet, das ist gut. Und was er für schlecht empfindet, das ist schlecht. Und die Offenbarung muss sich dem anpassen und nicht umgekehrt. Und das ist das Gefährliche. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt hier auf, ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, natürlich hatte er vorher schon ein reines Herz, bevor er Prophet wurde, vor der Offenbarung. Aber es haben ihm die konkreten Informationen gefehlt, welche er durch die Offenbarung erhalten hat. Und deswegen bezeichnet Allah ta'ala ihn als Ghafil, im Sinne von unwissend. Er kannte all diese Dinge nicht. Erst durch die Offenbarung hat er diese Dinge kennengelernt. Also ist die Offenbarung für mich mein Maßstab. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala darüber gesprochen hat, in dieser Einleitung, kommt jetzt eine weitere Einleitung. Und zwar eine Einleitung, mit der jetzt ganz konkret die Geschichte von Yusuf alayhi salam eingeleitet wird. Und zwar beginnt Allah ta'ala direkt im Vers Nummer 4. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ Allah ta'ala, er springt plötzlich ein. Und gedenke, wo es إِذْ heißt, und gedenke, als hier wird es übersetzt, als Yusuf zu seinem Vater sagte. Also gedenke, als Yusuf zu seinem Vater sagte. Plötzlich kommt der Einstieg. Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt ab einem bestimmten Punkt. Er beginnt nicht bei der Vorgeschichte von Yusuf alayhi salam, wie seine Eltern gelebt haben, wo er gelebt hat, das ist alles nicht wichtig. Allah ta'ala, er beginnt bei einem ganz konkreten Punkt mit der Geschichte von Yusuf alayhi salam, nämlich ab dem Punkt, wo es für uns Muslime wichtig wird, was in seiner Kindheit gewesen ist, wer seine Mutter gewesen ist, wo er aufgewachsen ist, das alles ist nicht wichtig. Sondern es geht direkt um das eigentliche Geschehen. Das ist die Quintessenz der gesamten Geschichte. Nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala jetzt Yusuf alayhi salam gegenüber seinen anderen Geschwistern auserwählt hat. Was dann zu all den Prüfungen im Leben von Yusuf alayhi salam geführt hat. Was will uns also Allah ta'ala damit sagen? Oder besser gesagt, dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Vorher warst du beliebt gewesen, o Gesandter Allahs. Bevor du die Offenbarung erhalten hast. Vorher hattest du kein Problem mit deinem Volk gehabt. Kein Problem mit deiner Familie gehabt. Du warst beliebt gewesen. Erst durch die Offenbarung kamen die ganzen Probleme auf. Entstanden die ganzen Prüfungen und Herausforderungen. So als würde Allah ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagen wollen, das gehört zu diesem Weg, wie wir es gestern aufgezeigt hatten. Ich erinnere noch einmal an, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext, ob ich das im Kontext von Surat Yusuf gesagt habe oder in einem anderen Kontext, ja, an diese erste Begegnung unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er durch Jibril alaihi salam in Ghar Hira zum Propheten, in der Höhle Hira zum Propheten dann berufen wurde und er die erste Offenbarung erhielt und dann zu Khadija zurückkam und dann zum allerersten Mal einer fremden Person nach Khadija davon erzählte. Und das war wer gewesen? Waraqa ibn Nawf, der Cousin von Khadija radiallahu anha. Und jetzt erzählt er ihm davon. Und das Interessante ist, was jetzt Waraqa ibn Nawfal sagt. Gleich am Anfang. Subhanallah. Bevor er überhaupt irgendetwas verkündet hat, sallallahu alaihi wa sallam, sich an die Menschen gewandt hat, sagt Waraqa zu ihm, Ya laytani fiha jada'a. Wäre ich doch noch bloß jung, hätte ich doch noch bloß zu sagen, Lebensenergie und Kraft. Iz yukhrijuka qawmuk. Wenn dein Volk dich vertreiben wird. Der Prophet Solos hat gar nichts verstanden. Er war beliebt gewesen. Alle haben ihn geliebt. Seine Familie hat ihn geliebt. Die Quraysh haben ihn geliebt. Er war bekannt gewesen als As-Sadiq ul-Amin, der Vertrauenswürdige, der Ehrliche. Warum sollten sie ihn vertreiben? Und der Prophet Solos fragte dann verwundert, Waraqa ibn Nawfal, Awa mukhrijiyahum? Werden sie mich dann vertreiben?
Woraufhin dann Waraka, der sich auskannte mit den Schriften, mit den Geschichten der Propheten, auch unter anderem mit der Geschichte von Yusuf a.s., weil er die Schriften kannte und gelesen hatte. Und die Geschichte von Yusuf a.s. wird ja auch im Alten Testament berichtet. Es gab niemanden, der zuvor mit dem gekommen ist, womit du gekommen bist, außer dass sein Volk ihn anfeindete. Subhanallah. Und genau hier beginnt Allah Ta'ala mit der Geschichte. Alles, was davor war, ist eigentlich nicht interessant. Wie alt war Yusuf a.s., als er diesen Traum hatte? Viele sagen, er war um die 12 Jahre alt gewesen. Also noch ein kleiner Junge. Vielleicht noch nicht einmal in der Pubertät. Und er sieht jetzt diesen Traum. Und Allah Ta'ala, er erzählt jetzt, was er gesehen hat. Als Yusuf zu seinem Vater sagte, O mein Vater, ya abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba. Ich sah 11 Sterne. Wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Und die Sonne und den Mond, ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Allahu Akbar. Ein unglaublicher Traum, womit die gesamte Geschichte beginnt. Und die Prüfung für Yusuf a.s. Es bestimmt seinen weiteren Werdegang. Yusuf a.s., er hat einen Traum. Sein Vater ist wer? Ja'qub a.s., ebenfalls ein Prophet, den Allah Ta'ala auserwählt hat. Ja'qub ist der Sohn von Ishaq. Und Ishaq ist der Sohn von Ibrahim a.s. Also eine edle Abstammung. Und Ja'qub als Prophet versteht sofort, dass Allah Ta'ala Yusuf a.s. auserwählt hat. Wir werden das gleich sehen im nächsten Vers. Allah Ta'ala, er hat ihm die Fähigkeit gegeben, diesen Traum zu deuten. Und Ya'qub alayhi salam, er bekam Angst. Angst um seinen Sohn. Kommen wir aber erst einmal nochmal zu dieser Begebenheit, dass Yusuf alayhi salam sich seinem Vater zuwendet und direkt ihm von diesem Traum erzählt. Das deutet auf etwas ganz, ganz Wichtiges hin, meine lieben Geschwister. Und zwar auf ein gewisses vertrautes Verhältnis zwischen Yusuf und seinem Vater. Etwas, was in vielen Familien heutzutage verloren gegangen ist. Wo viele Kinder nicht mehr wirklich Vertrauen haben gegenüber ihren Eltern. Und ihren Eltern nichts anvertrauen. Weder die Töchter noch die Söhne. Oder wo man vielleicht in der Familie sogar nicht einmal mehr miteinander kommuniziert. Jeder lebt sein Leben. Der Vater lebt sein Leben, die Mutter lebt ihr Leben und die Kinder leben ihr Leben. Allah Ta'ala, er zeigt uns auch, wie dieses gesunde Verhältnis aussehen sollte zwischen Vater und Sohn. Der Sohn kann seinem Vater etwas anvertrauen. Und er weiß ganz genau, dass er seinem Vater diesbezüglich auch vertrauen kann, dass er ihn nicht bloßstellen wird, dass er sich nicht lustig machen wird über ihn. Er kann ihm seine Probleme anvertrauen. Und diese innige Beziehung zwischen Vater und Sohn ist etwas, was wir auch anstreben sollten in unserer Beziehung zu unseren Kindern. Ich weiß, dass es in vielen Familien nicht selbstverständlich ist, dass Eltern und Kinder miteinander reden. Leider. Und ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt, ja, dass Kinder mit ihrem Problem alleingelassen werden, dass sie sich nicht einmal trauen, mit ihren Eltern zu reden. Aber hier, subhanallah, ja, zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala dieses gesunde Verhältnis auf. Und dann erzählt er seinem Vater davon. Er erzählt nicht irgendjemandem davon, sondern zunächst erst einmal nur seinem Vater. Und darin liegt ebenfalls eine ganz, ganz wichtige Lehre. Und zwar, wenn ich ein schönes Traumgesicht habe, also etwas Schönes im Schlaf gesehen habe, einen schönen Traum, dann sollte ich davon nur jemandem erzählen, dem ich auch wirklich vertrauen kann. Und nicht jemandem, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich ihm vertrauen kann oder nicht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt das ganz klar in mehreren Überlieferungen, dass wenn ich etwas gesehen habe im Schlaf, dass ich davon nur demjenigen erzählen soll, dem ich auch vertrauen kann und den ich liebe. Und von dem ich weiß, dass er etwas Gutes für mich möchte. Warum? Warum ist das so wichtig? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam,
Er sagt in einer sehr, sehr interessanten Überlieferung, die von Abu Dawud, Tirmidhi überliefert wird und anderen, أَرُؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ. Interessant. Die Ru'ya, also das Traumgesicht, befindet sich auf dem Fuß oder auf der Kralle, kann man sagen im Deutschen, eines Vogels. Solange sie nicht gedeutet wird. Wird sie gedeutet, also dieses Traumgesicht oder diese Ru'ya, dann fällt sie hinunter. Was ist damit gemeint? Die Gelehrten sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier etwas aufgezeigt hat. Und zwar, er hat aufgezeigt, dass eine Ru'ya etwas ist, was man unterschiedlich deuten kann. Ähnlich wie ein Vogel, der von Ast zu Ast fliegt. Er bleibt nicht sozusagen an einer Stelle stehen, sondern er fliegt auf einen Ast, lässt sich kurz aus nieder und fliegt dann auf den nächsten Ast. Hin und her. Und genauso auch ist es mit einem Traum. Ja, ich kann ihn so interpretieren, ich kann ihn so interpretieren. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn er dann gedeutet wird, der Traum, dann fällt er. Also dann fällt dieser Traum sozusagen von der Kralle oder von dem Fuß des Vogels hinunter. Also mit anderen Worten, er bewahrheitet sich. Was ist damit gemeint? Heißt es, dass jeder, der ein Traumgesicht jetzt deutet, ob es richtig ist oder nicht, das automatisch dann genauso eintritt? Nein, nicht unbedingt. Sondern damit ist gemeint, dass wenn es richtig gedeutet wird, dass es dann auch wirklich eintreten wird. Und eine andere Sache ist damit gemeint, die sehr, sehr wichtig ist, die wir verstehen müssen, dass unabhängig davon, ob es richtig oder falsch gedeutet wurde, dass am Ende diese Deutung des Traumes sich sehr, sehr stark auf den Menschen auswirkt. Wenn jemand also einen Traum beispielsweise negativ deutet und falsch deutet, dann wirkt sich das sehr, sehr negativ auf die Person aus, die diesen Traum gesehen hat, weil sie Angst bekommt. Es gibt ein sehr, sehr schönes Beispiel, ein historisches Beispiel, wo ein Mann einen Traum hatte. In diesem Traum hat er gesehen, dass seine Zähne alle abfallen. Vollständig. Im Traum. Und dann ging er zu einem Mann und befragte ihn, was sagst du über diesen Traum? Und er sagte, deine Kinder werden alle sterben. Das kann man sich vorstellen. Subhanallah, deine Kinder werden alle sterben. Er bekam Angst. Große Angst. Und er wollte unbedingt noch eine weitere Deutung haben für diesen Traum. Und das ist genau damit gemeint auch. Ja? Dann erfüllt sich das. Es muss nicht sein, dass es genau so erfüllt wird, weil er hat diesen Traum falsch gedeutet. Ja? Aber es wirkt sich zumindest erst einmal auf diesen Menschen aus. Ja? Der kann nicht mehr schlafen, wenn er glaubt, dass seine Kinder alle sterben werden. Glücklicherweise lebte er in der Zeit von Ibn Sirin. Und Ibn Sirin ist einer der größten Traumdeuter der islamischen Geschichte überhaupt. Allah Ta'ala, er hat ihm ein Talent gegeben, ein großer Gelehrter. Und er ging dann zu Ibn Sirin und erzählte ihm von diesem Traum. Und er sagte, nein, deine Kinder werden nicht sterben, sondern Allah Subhanahu wa Ta'ala, er wird dich sehr alt werden lassen. Und da war er erleichtert gewesen. Und daran erkennen wir, wie wichtig es ist, dass wir einen Traum nur einem Menschen erzählen, von dem wir glauben, dass er erstens Wissen hat, etwas von Traumdeutung versteht, oder der mir zumindest einen Nasiha geben kann. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich bekomme oft, sehr, sehr oft Fragen von Leuten, die zu mir kommen und sagen, ich habe eine Ru'ya. Ich sage immer, ich kann Träume nicht deuten. Häufig wollen sie mir das dann trotzdem erzählen, weil sie irgendjemanden brauchen, dem sie das erzählen. Und in diesem Fall mache ich einfach immer Folgendes. Ich versuche immer, das Gute in dem Traum zu sehen. Und genau das ist erst einmal das, worauf es ankommt, dass man einem Menschen eine Nasiha gibt. Versuche, das Gute zu sehen. Versuche, eine gute und positive Lehre daraus für dich zu ziehen. Es bringt nichts, wenn du diesen Menschen Angst machst, sondern versuche, den Menschen Mut zu machen. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass man eine Ru'ya nur einem Menschen erzählt, dem man vertrauen kann oder von dem man weiß, dass er Wissen hat und dass er dann diese Ru'ya entweder richtig deuten wird oder dass er mir zumindest einen Nasiha geben kann, einen aufrichtigen Ratschlag, wie ich damit umgehen kann. Und genau das hat Yusuf alaihi salam getan. Er ging zu seinem Vater und erzählte ihm davon. Was hat er genau gesehen? Kommen wir noch einmal zurück auf die Ayah. Oh mein Vater, ich sah 11 Sterne. Wer sind die 11 Sterne? Die Brüder von Yusuf alaihi salam. Er hatte insgesamt 11 Brüder gehabt, also sie waren zu 12 gewesen.
12 männliche Kinder hatte. Jakub alaihi salam gehabt, 12 Söhne. Und diese Sterne, ja, sind seine Brüder, seine 11 Brüder. Ich sah 11 Sterne. Ein etwas schwaches Licht, auch wenn die Sterne natürlich ursprünglich sehr, sehr stark leuchten, aber auf der Erde sehen wir nur dieses schwache Licht. Und die Sonne und den Mond, jetzt sozusagen das starke Licht, die großen Himmelskörper, die uns groß erscheinen. Die Sonne steht für Jakub alaihi salam und der Mond steht für die Mutter oder die Tante, da gibt es unterschiedliche Meinungen, ja, ob die Mutter zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat, ja, dann für sozusagen die Mutter und den Vater. Und ich habe gesehen, wie sie sich vor mir niederwerfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er verwendet hier eine Form, die man eigentlich nur für Menschen verwendet, obwohl es sich ja eigentlich hier um leblose Gegenstände handelt oder um leblose Geschöpfe, der Mond, die Sonne. Ja, verwendet Allah Ta'ala hier, ra'aytuhum, ich habe sie gesehen, als wären sie Menschen, als für jemand, der einen Verstand besitzt, weil sie für diese Menschen stehen. Und was heißt das, dass sie sich niederwerfen? Wie kann sich eine Sonne niederwerfen? Wie kann sich ein Mond niederwerfen? Wie können sich Sterne niederwerfen? Damit ist gemeint, dass sie sich ihm ergeben haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder auch im Koran über den Sujud spricht. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Hast du nicht gesehen, dass sich vor Allah alles in den Himmel und alles auf der Erde niederwirft? Alles. Ja? Und dann zählt Allah subhanahu wa ta'ala die Dinge auf. الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Siehst du nicht, dass sich vor Allah jeder niederwirft, wer in den Himmel und wer auf der Erde ist? Und auch die Sonne, der Mond und die Sterne, die Berge, die Bäume und die Tiere und viele von den Menschen. Wie soll sich ein Baum niederwerfen vor Allah? Wie soll sich die Sonne niederwerfen vor Allah? Subhanahu wa ta'ala. Wie geht das? Machen sie Sujud, wie wir Sujud machen? Nein. Damit ist Sujud im übertragenen Sinne gemeint, dass ich mich Allah Ta'ala voll und ganz ergebe. Und das müssen wir verstehen. Der wahre Sujud besteht darin, dass ich Ergebenheit zeige gegenüber Allah, mich seinem Willen bereit bin zu fügen, vollständig. Es bringt nichts, wenn ich meine Stirn auf den Boden tue und sage, Subhana Rabbi al-A'la, gepriesen sei Allah, der Höchste. Und sobald ich das Gebet verlassen habe, ist es mir egal, was Allah Ta'ala sagt. Das ist kein wahrer Sujud. Das ist kein wahrer Sujud. Der wahre Sujud besteht darin, dass ich bereit bin, in allen Lebenssituationen mich Allah Subhanahu wa Ta'ala voll und ganz zu fügen. Und nachdem Yusuf alaihi salam nun diese Ru'ya seinen Brüdern aufgezeigt hat, seinem Vater aufgezeigt hat, antwortet jetzt sein Vater ihm. Und er sagt zu ihm, قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. Er sagte, oh mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Warum sagte Jakub alaihi salam zu seinem Sohn jetzt diese Worte? Warum gab er ihm diese Nasiha? Die anderen sind auch seine Söhne. Der Grund ist, er wusste, dass Allah Ta'ala Yusuf alaihi salam auserwählt hat zum Propheten. Er hat auf Anhieb verstanden, was dieses Traumgesicht bedeuten soll. Und er wusste, dass wenn sie davon erfahren würden, dann würden sie ihn anfeinden. Was sie ohnehin dann tun sollten, aber sie würden es noch mehr tun. Und er wollte ihn beschützen vor dem Hasad, der Neid, eine der schlimmsten Krankheiten überhaupt, vor der der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder gewarnt hat. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-hasadu wal-baghda. Die Krankheit der Völker, die vor euch gewesen waren, hat sich zu euch geschlichen. Neid und Hass. Neid ist eine schlimme Krankheit, vor der Allah Ta'ala uns beibringt, im Koran Zuflucht zu suchen. In einer ganzen Sura, Surat Al-Falaq.
wo wir Zuflucht suchen bei Allah Ta'ala vor dem Neider, wenn er neidet. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns in einigen Überlieferungen, die nicht ganz authentisch sind, aber die von der Bedeutung her richtig sind, gesagt, dass der Hasad, dieser Neid, die Hasanat frisst, wie das Feuer trockenes Heu verbrennt. Genauso. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte diesbezüglich, die uns einmal aufzeigt, wie wichtig es ist, dass wir unsere Herzen reinhalten von Hasad. Und dass das der Weg zum Paradies ist. Und zwar die Geschichte von dem Mann, der in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor er die Moschee betrat, sagte, es wird jetzt jemand hineinkommen, der zu den Leuten des Paradieses gehört. Die Sahabe wollten wissen, wer das ist. Es kam ein einfacher Mann von den Ansar hinein. Sein Bart tropfte noch vom Wudu und er hielt Latschen in der Hand und wollte beten. Und ging wieder. Am nächsten Tag dasselbe, derselbe Mann. Am dritten Tag noch einmal die gleiche Begebenheit und dieselben Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam und derselbe Mann. Abdullah ibn Amr ibn As. Dieser junge Sahabi wollte unbedingt wissen, was hat dieser Mann getan, dass er zu den Paradiesbewohnern gehört? Woraufhin er sich bei diesem Mann einladen ließ. Gastfreundschaft in der arabischen Kultur, ganz hoch gehalten. 3 Tage kannst du ohne Grund bei jemandem übernachten. Übernachtete bei ihm, beobachtete ihn ganz genau. Machte etwas Besonderes, betete in der Nacht, machte Tahajjud, irgendetwas Besonderes, aber nichts dergleichen. Immer nur, wenn er sich im Schlaf gewälzt hat, machte er Dhikr, das war's. Stand dann zum Fajr auf, betete. Nach 3 Tagen hatte Amr das Gefühl gehabt, der Mann macht nichts Besonderes. Ging dann zu ihm und sagte, guck mal, ich bin eigentlich gekommen, nur um zu erfahren, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam das über dich gesagt hat, dass du zu den Paradiesbewohnern gehörst. Machst du auch irgendetwas anderes, was ich nicht gesehen habe? Er sagte, nein, das ist es. Und er wollte schon gehen und geringschätzte seine Taten. Und dann rief der Mann ihm zurück und sagte, halt, halt, da ist noch etwas. Die Sache ist die, bevor ich schlafen gehe, betrüge ich niemanden, nicht einmal mit meinem Herzen. Also mein Herz ist rein. Und jetzt kommt der wichtige Zusatz, der für uns wichtig ist. وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى نِعْمَةٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّا. Und ich beneide niemanden für eine Gnade, welche Allah subhanahu wa ta'ala ihm zuteil werden ließ. Und dann sagte Abdullah ibn Amr ibn As, هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكْ. Das ist es, was dich diese Stufe hat erreichen lassen. وَتِلْكَ الَّتِي لَا نُطْرِيقْ. Und genau das ist es, was wir nicht ertragen. Dass unsere Herzen rein sind. Ja, der Hasad, eine schlimme Krankheit, die dazu geführt hat, dass die Brüder von Yusuf alaihi salam, obwohl sie die Söhne eines Propheten sind, eine große Sünde begehen sollten. Subhanallah. Der Vater warnte ihn. Unter 4 Augen. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Oh mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern. Fayakidu laka kaida. Sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Warum? Er begründet das auch damit. Er begründet das auch, warum sie das tun werden. Aufgrund des Shaitans. Inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Und deswegen, immer wenn du Neid in deinem Herzen empfindest, dann wisse, dieser Neid, der kommt vom Shaitan. Du empfindest Hass gegen und Groll gegenüber einem Menschen, dann wisse, das liegt daran, dass der Shaitan dir etwas einflüstert. Und du sollst Zuflucht suchen bei Allah vor dieser Eigenschaft und vor dem Shaitan. Wie kann ich jetzt diesen Neid bekämpfen? Gibt es Möglichkeiten, Neid, den ich empfinde, in meinem Herzen zu bekämpfen? Ja, gibt es. Und zwar ganz praktische Möglichkeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Erstens, ich suche Zuflucht bei Allah vom Shaitan. Ich muss erstmal verstehen, das ist vom Shaitan. Ja, alles, was ich eingeflüstert bekomme, dass ich vielleicht mir selbst das rechtfertige, dass ich ihn beneiden darf und dass ich Hass gegen ihn, gegenüber ihm oder Groll ihm gegenüber empfinden darf, ist alles vom Shaitan, alles eine Einflüsterung des Shaitans. Es gibt keine Rechtfertigung für diesen Neid und es gibt keine Rechtfertigung für diesen Hass und für diesen Groll. Das ist das Allererste, das muss ich verstehen. Wenn ich diese Einsicht nicht habe, dann kann ich das auch nicht bekämpfen. Wenn ich nicht weiß, dass ich krank bin und mir nicht eingestehe, dass ich eine Krankheit in meinem Herzen habe, dann werde ich diese Krankheit auch niemals bewältigen können. Das ist der erste Schritt. Was ist nun der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist ein ganz praktischer Schritt. Und zwar, ich hebe meine Hände und ich mache Dua für diese Person. Ja, ich mache Dua für die Person, die ich hasse. Für die Person, die ich beneide.
für die Person, bei der ich mir eigentlich wünschen würde, dass ihr irgendetwas zustößt. Ich bitte Allah Ta'ala, oh Allah, gib ihm noch mehr. Und du wirst sehen, wie dieser Neid verschwinden wird aus deinem Herzen. Aber ich muss was dagegen tun. Und ich muss mir immer die Frage stellen, warum beneide ich ihn eigentlich? Was ist der Grund dafür? Und sollte anfangen, an mir selbst zu arbeiten, um mich auf mich selbst zu konzentrieren. Und nicht auf den Erfolg der anderen. Konzentriere dich auf deinen eigenen Erfolg, dann wirst du erfolgreich. Sobald du dich nur noch mit dem Erfolg der anderen beschäftigst, wirst du dich selbst vernachlässigen. Und auf jeden Fall warnte jetzt Jakob alaihi salam seinen Sohn. Und jetzt erzählt er ihm noch etwas. Und er zeigt ihm auf, oh mein Sohn, Allah Ta'ala, er hat dich auserwählt. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ. Und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Deutung der Geschichten lehren. Also der Deutung der Träume. Und Yusuf a.s., wir wissen, sonst werden wir noch besprechen, insha'Allah ta'ala, wie er dann die Träume deutete von den Menschen, vom König, von den beiden Männern im Gefängnis. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ. Und dich etwas von der Deutung der Geschichten lehren. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ. Und seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden, wie er sie zuvor an deinen beiden Vätern Ibrahim und Ishaq vollendet hat. Inna rabbaka alim und hakim, gewiss, dein Herr ist allwissend und allweise. Allah Ta'ala, er weiß am besten, wer geeignet ist für seine Botschaft und für das Tragen und das Verkünden seiner Botschaft. Und Allah Ta'ala, er tut nichts, wenn darin nicht eine tiefe Weisheit steckt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch hilft, meinen Hasad, meinen Neid in meinem Herzen zu bekämpfen. Dass ich weiß, Allah Ta'ala, er hat diesem Menschen diese Gnade oder dieses Talent aus einer bestimmten Weisheit herausgegeben. Und er hat mir sicherlich auch etwas gegeben, was vielleicht diese andere Person nicht hat. Und das hilft mir, dass ich dann auch wirklich mich auf mich selbst konzentriere und diese Krankheit des Neides aus meinem Herzen verbannen kann. Ich gebe mich zufrieden mit dem, was Allah mir gegeben hat. Und ich schaue nicht auf diejenigen, die mehr haben, sondern ich schaue auf diejenigen, die weniger haben, damit ich nicht die Gnaden Allahs mir gegenüber geringschätze, so wie es unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Das war jetzt noch einmal eine weitere und zweite Einleitung zu der Geschichte von Yusuf alaihi salam. Und jetzt im Vers Nummer 6 beginnt die eigentliche Geschichte. Und Allah Ta'ala, er erzählt jetzt, was jetzt geschehen ist und wie der weitere Werdegang von Yusuf gewesen ist und was ganz konkret mit seinen Brüdern geschehen ist und wie die erste Prüfung im Leben von Yusuf alaihi salam ausgesehen hat. Aber dazu insha'Allah Ta'ala dann mehr in unserer dritten Einheit über Surat Yusuf bi'iznillahi azza wa jal.